Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist mein Baby-Update zu Sveas ersten Lebensmonat. Es ist total krass, dass sie wirklich schon wieder einen Monat alt ist. Und man merkt es aber auch schon, dass sie sich optisch schon verändert, dass sie natürlich größer wird, dass einige der Klamotten in Größe 50 schon nicht mehr passen. Und ja, die Zeit vergeht halt unglaublich schnell. Und jetzt, wo ich zwei Kinder habe, vergeht sie noch viel, viel schneller. Das ist immer so klischeehaft, wenn man das sagt, aber es ist wirklich so. Und ja, ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was sich bei Svea so getan hat, wie es ihr geht. Im ersten Monat ist natürlich jetzt noch nicht so viel mit Entwicklung, aber ich muss sagen, dass ich sehr, sehr überrascht über ihre Entwicklung bin, weil sie sehr viel schneller vorangeht als bei Vincent. Also ich habe schon oft gehört, dass Mädchen ja oft weiter sind als Jungs, aber ich finde, da tut sich schon wesentlich mehr, als es bei Vince der Fall war. Jetzt, wo ich dieses Video drehe, haben wir die U3 noch nicht gemacht, weil wir zum eigentlichen Zeitpunkt, wo die dran gewesen wäre, ja im Urlaub sind und ich die dann quasi erst in der ersten Maiwoche habe. Das erzähle ich euch dann einfach beim nächsten Baby-Update zum zweiten Monat, wie unsere U3 gelaufen ist. Ja, also Svea hat regelmäßig kontinuierlich sehr, sehr schön an Gewicht zugenommen, also sie ist nicht dick, sondern sie hat ganz normal zugenommen, was mich sehr gefreut hat. Sie hatte in den 2 Wochen ihr Geburtsgewicht wieder, was ja so eine Richtlinie ist. Und ich denke, wie gesagt, dass sie auch schon ein bisschen gewachsen ist, weil Größe 50 passt nicht mehr alles. Auch Größe 56 wird in den Hosen schon ein bisschen kurz. Aber das hat auch was damit zu tun, wie Klamotten ausfallen, habe ich festgestellt. Also eine Größe 50 ist nicht gleich eine Größe 50. Es kommt immer darauf an, wo man kauft, habe ich so das Gefühl. Sie hat zum Glück ihre schönen braunen Haare behalten. Bei Vince war es ja so, der hatte noch nicht ganz so viele Haare bei der Geburt wie Svea. Und dann hat er die auch verloren. Also der hat sich die wie weggeschuppert beim Liegen. Svea hat die zum Glück noch alle. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Sie hat auch bisher noch keinen Milchschorf. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das bei Vince entstanden ist. Er hatte das ja ganz, ganz doll. Sie hat sich natürlich auch gehäutet, gepellt, wie auch immer man das sagen möchte. Gerade so an den Händen und an den Füßen, aber auch unter den Achseln und am Rücken, was ja aber ganz natürlich ist. Jetzt im Moment ist es relativ stark, auch im Gesicht, hier so auch um die Augenpartie. Aber das ist ja was ganz Normales, dass sich die Haut einfach so regenerieren muss. Was nicht so schön war, ist, dass sie in ihrer 4. Lebenswoche eine Bindehautentzündung hatte. Das hatte Vince aber auch, als er so klein war. Und da bekommt ihr vom Kinderarzt meistens Augentropfen mit Antibiotikum verschrieben. Die habe ich bei Vince aber auch schon nicht genommen, sondern da habe ich auch schon homöopathische genommen. Und das habe ich auch diesmal wieder gemacht. Das finde ich einfach sehr, sehr viel besser und es hat genauso gut geholfen. Also das hat man vor allen Dingen daran gemerkt, zwar bei ihr auch nur an einem Auge, ich weiß gar nicht, bei Vince war es glaube ich an beiden Augen. Die haben halt getränt und die waren ganz doll verklebt mit so gelblichem Eiter. Also das kam halt im Innenwinkel raus und klebte halt immer an ihren Wimpern. Und ja, da bin ich halt einfach zum Kinderarzt. Das ist jetzt keine große Sache, das passiert halt einfach und das hat mich zum Glück auch gar nicht so gestresst. Also bei Vince war ich bei so Kleinigkeiten viel, viel, viel gestresster, als es bei ihr der Fall ist. Einfach, weil man es schon kennt und viel entspannter ist. Ja, dann hatte ich ja anfangs gedacht, dass sie auch unter den 3-Monats-Koliken leidet, so wie es bei Vince der Fall war. Es war ja bei ihm auch ganz, ganz schlimm. Und habe das halt entsprechend meines Verdachtes behandelt, weil halt alles darauf hinwies. Ich habe ihr Fencheltee gegeben, mit Kirschkernkissen gearbeitet, mit Kümmelöl habe ich den Bauch massiert und ich hatte auch etwas da gegen halt Blähungen und Völlegefühl. Ich hatte auch Kümmelzäpfchen da und irgendwie wurde und wurde es nicht besser. Ich habe mich schon gewundert. Sie schrie halt immer noch sehr, sehr viel und der Bauch war halt ständig hart und mit dem Kackern, das klappte nicht mehr so. Und da habe ich mich schon gewundert. Irgendwie, weil wenn man alles ja anwendet und es funktioniert irgendwie nicht, war schon seltsam. So, und da sind wir dann mit meiner Hebamme mal so alles Schritt für Schritt durchgegangen. Und Svea hatte einen sehr, 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 sehr harten Stuhl. Also es tut mir leid, wenn das jemand nicht so genau wissen möchte, dann müsst ihr jetzt stumm schalten. Aber ich erzähle es einfach.
Und es war dann zum Teil so, dass es feststeckte und sie es nicht mehr mit eigener Kraft rausbekam. Und es tat mir so leid und sie hat dabei dann so geschrien. Und da haben wir dann mit der Hebamme gedacht, na, das sind vielleicht doch nicht 3 Monatskoliken, sondern einfach eine Unverträglichkeit, was natürlich auch mit diesem unreifen Verdauungssystem einfach zu tun hat. Und haben daraufhin dann Fencheltee hat sie weiterhin bekommen. Ich musste aber darauf achten, dass er immer warm war, dass er nie kalt wurde. Dann haben wir homöopathische Kügelchen vor jeder Mahlzeit gegeben und Milchzucker in die Milch mit reingetan. Und wenn, also das sollte ich halt so 2, 3 Tage ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich nochmal die Milchsorte umstellen müssen. Dann wäre ich auf dieses Hipcombiotic oder so umgestiegen. Was aber mehr als doppelt so teuer ist als die Milch, die ich jetzt gebe. Aber wenn es dem Kind geholfen hätte und es ihr dadurch besser gegangen wäre, hätte ich das natürlich gemacht. Aber eine Umstellung der Milchsorte ist auch immer Stress für das Kind und das muss man auch peu à peu und schrittweise machen. Und das war auch etwas, was meine Hebamme nicht unbedingt wollte, wenn wir es hätten anders hinbekommen. Und so habe ich das erstmal versucht mit dem warmen Tee, mit dem Milchzucker und den homöopathischen Kügelchen. Und ich glaube, am zweiten Tag war es dann so, dass sich der harte Stuhl in das komplette Gegenteil umgewandelt hat und sehr, 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 sehr dünn, fast durchfallartig war. Und da war ich dann auch so, ist jetzt auch nicht so das, was du willst, aber Hauptsache, es kommt raus. Und bei dieser Konsistenz sind wir auch nach wie vor noch. Aber es geht ihr wesentlich besser. Also ich mache das jetzt genau seit genau einer Woche. Und es geht ihr wesentlich besser. Sie ist viel ruhiger, entspannter. Sie kann, auch das ist eine Information, die vielleicht nicht jeder hören will, sie kann sehr gut pupsen, was Vince halt zum Beispiel gar nicht konnte. Und da bin ich froh, dass das so funktioniert hat. Das heißt, sie hat keine 3 Monatskoliken, was mich sehr, sehr glücklich stimmt, sondern halt einfach, das hat halt einfach was mit diesem unreifen Verdauungssystem von ihr noch zu tun und wir müssen auch die Milchsorte nicht ändern. Das ist auch sehr, sehr schön. Das war eigentlich so das Einzige, was bisher war, wo ich so ein bisschen hantieren musste, weil sonst ist sie unglaublich unproblematisch, weil sie nachts schläft. Also die erste Nacht war unruhig und schon ab der zweiten Nacht hat sie super geschlafen. Vielleicht war das einfach auch so die Umgewöhnung von der Örtlichkeit vom Krankenhaus. Dann hier nach Hause. Also es läuft so, dass sie abends gegen 10 ihre letzte Milch bekommt. Dann gehen wir alle ins Bett. Also Vince ist dann schon im Bett, aber Manu, ich und Svea gehen dann ins Bett. Und dann kommt sie so nach 3 Stunden nochmal, trinkt eine Milch, schläft dann auch direkt wieder nach der Milch ein, ohne Schwierigkeiten. Und dann trinkt sie zwischen 5 und 6 nochmal eine Milch. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Die gebe ich ihr nochmal, lege sie auch nochmal hin. Und dann kann ich mit Vince aufstehen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und ihn erstmal fertig machen. Und dann kommt sie halt so tagsüber, meist alle 3 Stunden, manchmal auch ein bisschen eher, manchmal auch ein bisschen später, wenn sie es verschläft. Sie ist Vormittag relativ viel wach, was gut ist, weil ich sie wirklich auch zum Mittagsschlaf hinlege. Also sie bekommt halt mittags nochmal ein Fläschchen, danach lege ich sie wirklich auch in ihr Bett, mache alles dunkel, mache ihr eine schöne Musik an und lege sie wirklich zum Mittagsschlaf hin, weil das bei uns. Ich mag so geregelte Tagesabläufe. Ich merke auch an Vince, dass uns das sehr, sehr gut geholfen hat. Und ich fange halt bei ihr jetzt auch wirklich so zeitig schon damit an. Und dann macht sie halt ihren Mittagsschlaf und dann kriegt sie nochmal ein Fläschchen und wir holen dann Vince ab. Das passt auch sehr, sehr gut. Oder ich hole erst Vince ab und sie bekommt dann ihr Fläschchen. Und genau, dann gibt es nochmal ein Fläschchen in der Zeit, wo wir mit Vince Sandmann gucken. Das passt auch zeitlich sehr, sehr gut, weil wir dann alle schön in Ruhe auf der Couch auch sitzen können. Und Vince halt auch dieses Wissen hat, wir sind bei ihm so auf den letzten Wegen vor dem Schlafengehen. Und dann teilen wir uns ja abends immer mit Manu auf. Einer bringt halt Vince ins Bett und der andere kümmert sich um Svea, was meistens darin besteht, mit ihr nochmal mit dem Kinderwagen eine Runde rauszugehen. Und wir wechseln uns halt einfach jeden Tag ab, damit Vince auch von jedem von uns was hat abends. Genau, und so klappt das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also, wenn derjenige dann abends mit ihr zurückkommt vom Spaziergang, schläft sie meistens noch mal eine Weile und dann kommt sie einfach mit uns auf die Couch und wir sehen noch ein bisschen fern. Und dann gibt es halt noch mal ein Fläschchen, dann geht's ins Bett. Sie ist ein Baby, was sehr, sehr viel den Kontakt sucht, sei es jetzt zu mir, sei es zu Manu, sei es zu ihren Omas, ist völlig egal. Sie ist sehr, sehr gern bei Menschen,
Also wenn sie unruhig ist und ich Flasche ausschließen kann, dann ist es meistens, weil entweder ein Pups klemmt, dann geht es ihr besser, wenn der raus ist, oder aber es ist, weil sie einfach zu mir will. Und das ist etwas, Vince hat halt auch sehr, sehr viel einfach nur so dagelegen irgendwo und hat, war damit zufrieden. Das ist halt bei ihr nicht so. Also entweder sie schläft tief und fest, dann kann sie irgendwo liegen, aber wenn sie so halb wach ist oder mal nur 5 Minuten schläft, dann bleibt sie auch nicht liegen. Und das war halt etwas, mit dem ich erst zurechtkommen musste. Da musste ich erst das so ein bisschen für mich einfach umstrukturieren, weil ich natürlich trotzdem halt einiges zu tun habe. Also ich muss den Haushalt halt trotzdem alleine schmeißen und einkaufen und Wäsche waschen und was nicht alles so ansteht und YouTube machen. Und da war ich dann immer so, bei Vince konnte ich das halt alles super nebenbei machen. Und bei Svea musste ich mich erst darin einfinden, mir das anzugewöhnen. Wenn sie halt 5 Minuten schläft, dann mache ich halt 5 Minuten was. Und dann musste ich aber für mich auch entspannt und nicht stinkig sein, wenn sie dann halt zu mir wollte und ich diese Arbeit, die ich gerade gemacht habe, halt unterbrechen musste für die nächste Zeit, wo sie dann halt schläft. Aber es geht ganz gut und ich genieße das auch, dass sie den Körperkontakt so sehr sucht. Wir probieren uns immer noch im Tragen. Ich hatte ja eigentlich, oder ich habe immer noch eine Manduka, mit der ich eigentlich tragen wollte, was ihr aber überhaupt gar nicht gefallen hat. Und daraufhin habe ich euch auf Instagram um Hilfe gebeten, weil ich ja überhaupt keinen Plan vom Tragen habe, weil ich Vince nie getragen habe. Und da habt ihr mir Tragetücher empfohlen. Und ich hatte so Vorbehalte gegen Tragetücher, weil ich dachte, wenn ich das selber binde, das kann doch nie im Leben stabil sein und sicher sein. Und ja, ich konnte mir das einfach auch nicht vorstellen, auch dass das für sie eine gesunde Haltung ergibt, weil es halt alles ein bisschen natürlich lockerer ist, als wenn ich jetzt so eine Manduka zum Beispiel habe. Aber ich habe mich rangetraut. Ich habe von der lieben Emma vom Kanal Emma bloggt ihr Tragetuch zugeschickt bekommen, um es halt austesten zu können, probieren zu können, ob das was für mich ist. Und habe mit einer Freundin zusammen das erste Mal das Binden geübt und dann später mit YouTube-Videos. Und ich bin auch immer noch im Übungsprozess. Also ich mache das jetzt seit 2 Wochen und es ist auch immer noch so, dass ich sage, ich binde noch nicht perfekt, überhaupt gar nicht. Und es gefällt ihr auch nicht immer. Die meiste Zeit schon. Also die meiste Zeit kann ich sie wirklich reinsetzen und sie ist zufrieden. Sie ist auch schon eingeschlafen dabei. Ich habe jetzt noch keine längeren Spaziergänge oder sowas gemacht, sondern immer nur im Haus. Aber es ist auch so, dass ich manchmal, dass ich sie reinsetze und dass ich dann irgendwas falsch gemacht habe, dass ich irgendwas falsch gebunden habe, dass sie irgendwie blöd drin sitzt und dann sagt sie mir das auch und dann muss ich sie auch wieder rausnehmen. Und ja, das ist jetzt halt einfach so ein, ich muss es halt einfach mit ihr zusammen üben. Ich bin halt ein sehr ungeduldiger Mensch, was dem nicht gerade entgegenkommt. Und ja, aber es ist halt so, ich muss das, wir müssen das jetzt üben, ich muss das Binden üben, sie muss üben, da drin zu sitzen. Aber an sich ist es eigentlich die perfekte Lösung für uns, weil sie halt bei mir sein kann und ich aber auch was machen kann und wir dadurch einfach flexibler sind. Und ich dieses Trageerlebnis auch wirklich sehr, sehr, sehr schön finde, was ich auch von vielen schon gehört habe, die das echt nicht missen wollen, die das nur empfehlen können, diese Nähe einfach zum Kind dann zu haben. Und ja, ich denke, im nächsten Update kann ich euch dann sagen, wie das mit dem Tragen nun so klappt. Aber wie gesagt, ich bin noch so im Findungsprozess. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht auch noch mal ein anderes Tuch ausprobiere, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Und mein Plan ist halt einfach jetzt mit dem Tuch. Das ist vielleicht im Sommer dann auch sehr angenehmer als mit der Manduka. Und dann später, wenn sie richtig sitzen kann, dann so im Herbst, dann die Manduka zu benutzen. Ich habe ja auch ganz, ganz tolle Tragejacken von Bonprix. Da freue ich mich dann auch, die halt einfach nutzen zu können, ausprobieren zu können und das mit ihr einfach erleben zu können. Und genau, aber wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen im Übungsprozess, was das Tragen angeht. Ja, ansonsten hatte ich ja gesagt, dass ich schon viele Dinge an ihr festgestellt habe, die bei Vince in dem Alter noch nicht waren. Also sie hat wirklich schon im Krankenhaus gelächelt. Vince hat gelächelt, da war viel, 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 viel später. Aber sie hat wirklich schon im Krankenhaus schon ein paar Mal wirklich gelächelt. Und man merkt auch so, man sagt ja eigentlich in dem Alter, nehmen sie nur Sachen wahr, die 20 cm sich vor ihr befinden. Aber ich glaube, sie nimmt schon Dinge wahr, die weiter weg sind. Und sie hört auch sehr, 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 sehr gut. Also es kann auch nur Einbildung sein. Aber wenn sie da liegt und zum Beispiel in diese Richtung schaut und Manu erzählt hier was, dann dreht sie sich auch zu ihm um.
Ja, also ich glaube, sie nimmt sehr, sehr viel schon wahr und sie greift sich auch schon Dinge. Also es darf nicht zu groß, zu dick sein. Es muss was sehr, sehr Schmales sein, dann greift sie sich das auch. Und ja, das fördere ich natürlich auch so ein bisschen. Sie hat jetzt so einen ganz, ganz schmalen Greifring, der auch so ein bisschen klappert. Und aber wie gesagt, diese Tiere, die man zum Beispiel hat, diese Greiflinge, da ist einfach dieser Ring zu breit, das kann sie noch nicht greifen. Und genau, ich bin einfach gespannt, wie sie sich jetzt weiterentwickelt. Bei Mädchen sagt man ja auch, die fangen eher an zu sprechen. Das werden wir ja sehen, weil Vince war ja am Anfang sehr, 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 sehr faul, was das Sprechen anbelangt hat. Jetzt hört er nicht mehr auf zu reden. Und genau, das war es so zu ihrem ersten Monat. Viel kann man da ja noch nicht ja, erzählen, weil ja die großen Entwicklungssprünge, die kommen ja dann erst noch. Aber ich dachte, ich wollte das jetzt erstmal so monatlich machen, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleibt, damit ich auch nie was vergesse. Und ist, glaube ich, auch besser für die, die jetzt so nach mir Svea bekommen haben und vielleicht so schauen wollen, was dann auf sie zukommt, wenn die Abstände einfach ein bisschen kürzer sind, in denen ich euch von ihrer Entwicklung erzähle. Das heißt, es wird jetzt immer Ende des Monats ein Baby-Update geben, wo ich halt so ein bisschen erzähle. Die Updates werden mal kürzer, mal länger sein, je nachdem, wie viel zu erzählen gibt. Beim nächsten Mal kann ich euch auf jeden Fall von der U3 dann erzählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu Svea habt, dann stellt mir die gerne unten in den Kommentaren. Dann beantworte ich die sehr, sehr gern. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.